Was geht ab, Mann, und Z-Fighter, und willkommen zu einem weiteren Let's Play Part zu Super Dragon Ball Heroes World Mission, dem Spiel mit dem längsten Namen auf der Welt. Bevor wir am Anfang ein, zwei Sachen ausrechnen, ich habe einen Basic Team Build Guide erstellt zu Super Dragon Ball Heroes, das könnt ihr euch gerne abchecken, der Link dazu ist in der Beschreibung. Ihr wolltet es ja sehen quasi, an der Stelle auch, wie gesagt, Feedback gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, nur rein in die Kommentare, aber wundert euch nicht, falls lange darauf in den Parts, vor allem in den Let's Plays, keine Reaktion kommt, weil diese Let's Plays werden ja in einer Session aufgenommen und dann werden sie nachher dann rausgehauen. Dementsprechend, wie gesagt, wundert euch nicht, weil manche wollten noch ein paar Summons sehen und so und so fort. Ich habe gesagt, ich werde die Tage summen und wie gesagt, was wir deswegen jetzt am Anfang machen werden, ist, ich werde erstmal ein paar Summon raushauen. Ich hätte nämlich auch gerne mal eine Special-Karte, eine Support-Karte und danach spielen wir weiter in der Story. Ich hoffe, das passt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, deswegen, dieses Video werde ich relativ frisch aufnehmen. Ihr werdet es relativ frisch sehen dann auch. Also ist mehr oder weniger aktuell, aber so Parts nehme ich in der Session auf. Also wenn ihr dann irgendwas sehen wollt und ich in den Kommentaren gesagt habe, ja, das wird kommen und so, dann brauche ich dann ein paar Tage, damit ihr das quasi dann auch seht, so. Ich wisst ihr, was ich meine? Ich muss da so ein bisschen in die Zukunft reden, in die Vergangenheit, in die Gegenwart, was auch immer. Jedenfalls, ich fange mal an. Wie gesagt, wenn ihr alles abchecken wollt, ich habe da, wie gesagt, ein paar Sachen rausgekommen, die ihr auf jeden Fall sehen wolltet. Wie man schnell Dragon Balls farmt, Anfängerguide, Teambuild-Guide und wie man sammelt, die Raritäten und so fort. Die ganzen Links dazu sind in der Beschreibung. Ich hätte gerne ein... Ah, und noch, mir ist gerade noch was aufgefallen. Nebenbei gucke ich mal nach. Ich hätte gerne eine Special-Karte. Ich hätte gerne Gine. Auch wenn Daishikan geil ist, hätte ich einfach gerne Gine. Wo war aber Gine? Weil Gine ist halt Gine. Ist das meine? Die hätte ich echt gerne. War Gine eigentlich ein... War Gine ein... Ah, jetzt weiß ich mal, ob Gine ein SEC-Charakter war oder nicht. Aber ich glaube nicht. Ich suche mal nebenbei nach Gine, aber... Ah, hier ist Gine. Sehr schön. Sehr schön. Die hätte ich nämlich gerne als Special Card. Was kann die denn hier? Keine außer Angriffseffekt. Bewege einen vermittelten Karten zusammen mit dieser Karte, um den zweifachen Schaden zu versuchen. Unterstützungseffekt. Verändert den Unterstützungsbereich, danach regenerieren verbündete Schütze auszuhauen. Nur eine Runde, okay, verstehe. Ja, Gine ist ein netter Supporter, eigentlich nicht so dolle, aber ich hätte sie einfach gerne, weil es Gine ist. Was ist denn hier noch so drinnen? Ah, Celzino, sehr schön, nämlich genau. Ich habe ein paar Karten vorgestellt in mein Teambuild-Guide, ich schaue das einfach mal rein, die unter anderem auch gut sind und so fort, was man da in den Teambuild aufpassen sollte. Und dazu gehören auch Kombis und so fort, auf was man achten sollte, welchen Sinn und Zweck man sein Team gibt. Und haben wir Celzino so ziehen können? Nee, okay, nicht. Die Sache ist auch, viele von euch wollten sehen, dass ich mal andere Karten benutze in den Let's Plays. Gerne, ich bin auf jeden Fall offen dafür. Aber, also heute werde ich auch quasi den einen oder anderen Charakter nutzen, den ich hier vielleicht gezogen habe. Hey, guck mal, das ist der Super Saiyan 3 Goku aus Dokkan. Der ist in Dokkan gut. Wie ist der hier so? Lass mal ganz abchecken. Ist einfach zufällig ein Einfrieren-Modus. Einfrieren-Modus, okay. Aber, ah, ich glaube, dieser Einfrieren-Modus, genau, hat einen Claim. Da hat mich nämlich jemand vorgewarnt. Vielen lieben Dank dafür. Die Sache ist nämlich, ihr habt es vielleicht in den letzten Let's Plays gemerkt, ich habe viele Stellen ausgeschnitten. Das war bewusst so. Vor allem die CAA von Berserker Goku, weil die hat einen Claim. Ihr habt es vielleicht gehört von den einen oder anderen, da hatten sehr viele Probleme mit Claims. War bei mir genauso. Was ist das für ein Trunks? Dieser Rage Trunks. Und, oh, wow, okay, der sieht geil aus, der sieht geil aus. Genau. Jedenfalls hatte ich das Problem ebenso. Ah, jetzt habe ich den Celzino, hätte ich gerne. Ja, ich schau einfach mal alles hier raus. Celzino wäre auch nicht schlecht. Genau, jedenfalls muss ich eben die Animation von Berserker Goku raushauen, weil es auch einen Claim bei mir bekommen hat. Deswegen muss ich das ausschneiden. Und deswegen gucke ich mal, ist das Evo Vegeta? Deswegen muss ich, wundert euch nicht, wenn da ein paar Sachen ausgeschnitten werden. Das liegt einfach daran, dass ein Claim drauf ist und ich das ausschneiden muss. Wie gesagt, da sind gerade alle dabei, das zu fixen, auf jeden Fall. Okay, nicht schlecht. Ah, der kann in Blue Evo gehen. Oder in so. Ja, ich gucke mir die Karten gleich genau an, nicht, dass allzu lange dauert. Mann, jetzt. Warum bin ich Celzino? Wie gesagt, in einem Teambuild-Guide habe ich kurz eine Kombi gezeigt. Was heißt kurz eine Kombination, eine Kombo gezeigt, die auch Goresh empfohlen hat. Ah, wir haben jetzt einen Nisgeist gezogen. Egal, wir haben den letzten Mal hier raus. Shoutout an Goresh, checken auf jeden Fall aus. Und Celzino wäre in mein Team. Eigentlich! Verdammt! Eigentlich nicht verkehrt, der ist leider auch nicht da jetzt. Oh my, yeah, shit. Der wäre wirklich nicht verkehrt, denn ich spiele auf Runde 2 aktuell mit meinem Team. Und wenn man ihn mit Gogeta kombiniert, das ist eines von vielen Kombos, Freunde. Deswegen werde ich mich auch drum bemühen, auch vielleicht so Kombo-Videos rauszuholen oder an sich PvP-Videos, wo ich so Kombos vorstelle. Komm schon, Gine oder Celzino, Ikuzo. Und genau, die wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich sehe nichts. Ich sehe kein Gine, verdammt. Verdammt, ich hätte so gern Gine gehabt. Egal, schade, schade. Oh Mann. Egal, ich hoffe, hier sind unter anderem auch gute Charaktere. Nee, sind sie sicherlich. Oh, SEC Bardock.
Okay, warum nicht? Und jetzt auch die Sache halt, das muss ich mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob der auch einen Claim hat oder so auf irgendeine Animation. Das werde ich dann herausfinden. Und genau, ich muss halt ein, zwei Sachen raushauen leider. Deswegen wundert euch da nicht, wenn da etwas ausgeschnitten wird, viel ausgeschnitten wird. Aber was ich gerne mache, ist am Anfang und am Ende des Kampfes, den schneide ich raus, weil diese Vorbereitung dauert voll lange, bis man sein Kampfmodul wählt und man am Ende, bis man die Gegenstände bekommt. Deswegen würde ich sagen, gib mir kurz Zeit, ich ändere mal mein Deck ganz kurz. Schade, verdammt, ich hätte echt gerne Gino das Cell. Eigentlich wollte ich nur ein, zwei Sam für Gino machen und dann auf den gehen. Der King Vegeta, maskierten King Vegeta, weil der wäre auch nicht vergessen für mein Team. Egal, in Zukunft wird es auf jeden Fall weitere Suns geben, Freundin. Nicht wundern oder, ja, keine Ahnung. Nicht, dass ihr denkt, jetzt kommen keine Suns oder so. Ihr könnt, wie gesagt, gerne sagen, was ihr sehen wollt. Ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, an die Tage das zu bringen. Und genau, gib mir ganz kurz Zeit. Ich erstelle mal ein neues Team und dann gehen wir mal in die Story rein. So, alles klar, dann machen wir weiter mit der Story. Ich habe zwar ein Deck erstellt, aber legit, ich habe keine Ahnung. Ich habe mehr oder weniger die Charaktere genommen, die ich noch nie gespielt habe, um auch mal ein bisschen mit denen bekannt zu werden, um zu wissen, was sie so drauf haben. Ah, ich bin schon weiter, ne? Oh, okay. Und ja, um mit denen einfach mal ein bisschen vertraut zu werden, zu wissen, was sie drauf haben und so. Aber ich finde, das Team, was ich gerade erstellt habe, habe ich so ohne Sinn oder sowas. Mein erstes Team hatte so im Nachhinein, war auf Runde Zeit basiert. Bei diesem Team, wo ich nicht schlau, irgendwie denke ich so, Alter, warte mal, ich habe gerade viel zu viel Zeit verschwendet, damit ein Team zu bauen und so, die Zeit tickt. Ich habe einfach im Endeffekt irgendein Team genommen, Freunde. Aber ich gucke einfach mal, wie das Ganze läuft. Aber die Sache ist auch, ja, ich weiß, ich finde euer Feedback cool und ich finde es auch interessant, beziehungsweise hat es auf jeden Fall die Berechtigung, dass sie mal andere Karten sehen und so und so fort. Aber wegen diesen Claims ist halt schwierig, weil mit meinem ersten Team hatte ich nur Probleme mit Berserker Goku und wenn jetzt hier neue Probleme auftauchen sollten, dann weiß ich halt nicht, wie viel ich eventuell wegschneiden muss oder so und was dabei rauskommt. Deswegen guck ich mal. Ich glaube, ich werde in der Zukunft mein erstes Team nutzen. Oh, Babidi. Und da ein, zwei Charaktere raushauen und auf jeden Fall ein Special Charakter reintun. Ein Supporter werde ich hoffentlich einziehen in der nächsten Zeit. Und ansonsten wird das wahrscheinlich das Team to go sein. Mehr oder weniger. Aber es gibt wirklich übertrieben viel, was man machen kann, Freunde. Es gibt so viele Strategien, so viele Decks und so und so fort. Oh, Majin Buu. Kid Buu. Mich auf jeden Fall drauf gespannt, was da abgeht. Was auch noch vorhatte, so, ich weiß, ob es in eurem Interesse ist, eventuell mal so verschiedene Teams einfach mal zu demonstrieren, ein Video drüber zu machen, wie ich dann mit diesem Team quasi, was mir da überlegt habe, mit dem Team und das Team dann quasi testen in Online-Kampf, so wie wir es mit dem in dem Team-Bild-Guide gemacht haben. Okay, aber jetzt kommen wir mal hier zu, Story. Vernichte diese freche Einfalls auf der Stelle. Okay, bla bla bla, hör nicht gerade auf, bla bla bla, ich bin ein anderer, bla bla bla. Ingak, kannst du alles ein bisschen lassen. Sag mal, kein Kid Buu reden. Der kann ja nicht, der macht nur Kämme. Interne Streitigkeiten, ja. Danke. Hab nichts gegen Kabra und das war schnell, bla bla bla. Genau jetzt. Jetzt zeige ich euch mal mein Team. Ich habe dennoch auf jeden Fall meinen Avatar die Karte mit in den Kampf genommen, weil es ist immer gut, wenn man den in der Story mitnimmt. Der soll ja auch wachsen, so tralala. Level steigern und so. Ich habe ja gesagt, wäre gut, wenn man seinen Avatar auf ein gewisses Level bringt, bevor man. Ah, warte, wo ist jetzt mein Team? Genau, das ist mein neues Team. Also, neues Team. Das werde ich mal ein bisschen versuchen. Oh, sehr viele Hero-Charaktere habe ich, merke ich gerade. Ich habe überwiegend Hero. Also, merkst du, ich habe einfach nur wahrscheinlich. Ich habe irgendwelche Charaktere reingetan. Egal, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, machen wir das einfach mal so. Und ja, wie gesagt, eigentlich skippe ich das gerne, weil das dauert übel lang, bis man das Team wählt, die Module wählt, tralala. Aber ich habe irgendwas sagen wollen. Irgendwas habe ich gesagt, ich habe das gerade legit vergessen, was ich gesagt habe. GG. Ich habe es legit vergessen, keine Ahnung, sorry. Im Nachhinein sehe ich es, dann hoffe ich, fällt es mir noch ein, aber. Sorry! Naja, guck mal jetzt, was die Boys hier drauf haben. Und ja, das ist der neue Super Saiyan 3 Bardock, den ich gezogen habe. Auf den bin ich gespannt, auf jeden Fall. Genau. So, jetzt guck mal die Hero-Charaktere raus, die mit ihrem guten Ausdauer ganz. Was, mein Avatar hat bereits sein. Ja, guck mal, Bardock sein Ulti. Ah, ne, warte mal. Ich wollte das eigentlich ein bisschen anders machen. Ich wollte immerhin weiterhin auf jeden Fall. Elite-Charaktere will ich auf jeden Fall ganz vorne hinstellen am Anfang, weil die haben eine gute Ausdauer. Die Heroes vielleicht nach hinten, Berserker komplett nach hinten. Und ich gebe aber trotzdem mal Bardock die Ulti. Ich will sehen, wie seine Ulti aussieht. Ich habe viel zu viele. Ich weiß, ob das stimmt ist oder nicht, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel. Oh. Aufschalten-Modus. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir dadurch dann quasi auch einen Kurbonus. Oh, eine Chance auf einen Kurbonus. Mit den ganzen Hero-Charakteren. Wenn ich das dann schaffe, ist auch auf jeden Fall in meinem Interesse, sag ich mal. Ja, genau. Ja, Freunde, gucken wir mal, wie das Ganze verlaufen wird. Ich weiß da legit nicht, über was ich geredet habe. Shit.
Ich habe glaube darüber geredet, wie ich wegen Claims und so bla bla. Dass er natürlich hier vielleicht was draufschreiben muss und ich. Ah ne, mein Avatar! Genau, mein Avatar, jetzt sehe ich ihn. Den habe ich trotzdem auf jeden Fall in der Story im Team, denn ich habe euch auch gesagt, zum Beispiel in dem Video, wo wir wie man schnell Dragon Balls haben oder euch die, wo ich euch die Dragon Ball Wünsche erklärt habe, dass es gut wäre, wenn man eventuell seinen Avatar erstmal auf ein hohes Level bringt und dann seine Klasse erhöht. Dann habe ich gut Gegenfrage bekommen, gute Frage. Bis welches Level sollte man seinen Avatar bringen, bevor man die Klasse erhöht? Eine sehr gute Frage. Ich kann dazu leider noch nicht viel sagen. Wenn ihr da vielleicht selbst dazu was sagen könnt, könnt ihr euch gerne gegenseitig helfen. Warum? Weil mein Avatar habe ich noch nicht auf so ein hohes Level gebracht, wo ich sagen könnte, okay, ab hier würde es sich lohnen, beziehungsweise habe ich kein Auge dafür gerade. Ich hoffe, das bekommt kein Claim, das sieht nämlich geil aus. Beziehungsweise habe ich gerade kein Gefühl dafür, wie lange es dauert, einen Avatar zu leveln. Versteht ihr, was ich meine? Oh, ich Idiot, das war so langsam, das hätte ich gewinnen müssen. Naja. Alright, cool. Brr. Alright, nice, nice, nice. Ja, ich weiß nicht, je mehr ich mich mit Dragon Ball Heroes beschäftige, je öfter länger ich das Spiel, das macht irgendwie mehr Bock. Vor allem das mit den Teambuild Guides und sowas, tralala. Aber mein Kampfmodus hätte ich nicht auf die gute Zeit eine Runde setzen sollen, das dauert doch übel lang jetzt. Komm, -60%. Und ja, ich weiß nicht, wo ich diese Module her habe. Einer hat mich gefragt, wo habe ich das Modul, war es echt gut. -60% auf die Kraft des Gegners. Ich weiß nicht, ich habe nur die Story gespielt überwiegend und dann hasse ich das auf einmal irgendwie. Ich weiß es echt nicht. Sonst würde ich es legit sagen, aber ja. Gut. Jetzt bin ich auch gespannt, was abgeht. Jetzt gehen wir einfach mal hier, kommen alle Klöver raus. Sorry, ich hoffe, das passt. Ja, ihr merkt schon, das Team ist legit wirklich zusammengewürfelt. Ich habe nicht mal gut Kraft oder sowas. Das Team zuvor, was zuerst gespielt war echt besser. Aber wie gesagt, nicht schlimm. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich einen Support-Charakter mir hole, weil ich würde eigentlich in dem ersten Team gerne einen Support-Charakter haben und vielleicht auch die Comp mit Cell und Gogeta, sodass ich dann quasi, was schätzt es bei dem was? Das war das Team, was ich bis jetzt genutzt habe, das ging ja auf Runde 2, weil da kann ich richtig gut in Runde 2 starten. Mit dreifach Kraft und so und so fort. Das muss ich erstmal probieren. Aber ich hätte an sich erstmal gerne einen Supporter gerne und den würde ich gerne in meinem ersten Team klatschen. Leider habe ich Gine nicht gezogen. Naja, und hoffentlich in Zukunft. Und ich hätte gerne den King Vegeta, weil als Elite-Kämpfer statt den Genki Dama Goku zum Beispiel, weil der sorgt dann für Heldenenergie. Und das ist auch gut, wenn ich eine Runde Zeit dann zum Beispiel mit Ding starten kann, mit Superangriffen. Alright, alright, ja, ich merke schon, das Team ist nicht so geil. Das Team ist legit nicht so geil, merke ich gerade. Die sind alle betäubt und was weiß ich, kriegt unendlich nicht raus. Ja, ihr merkt schon, das macht schon was aus, so Team mit und so, ne? Ich meine, ich musste auch täglich wachsen und so, ich komme mich auf jeden Fall drüber. Aber ich weiß auch nicht, was jeder Charakter kann. Aber deswegen ist es echt gut, wenn ich mal einfach andere Charaktere probiere und angucke. Aber ich glaube, ich mache es in Zukunft mal offscreen lieber. Weil, guck mal, jetzt sind alle betäubt, GG. Shit. Oh my, yeah. Naja, was soll's. Brr, brr, brr. Nice, Miracle. Sehr schön. Super bereits. Helikodex war auf 500 Kraft. Annehmen. Kamehame. Macht schon gut Schaden. Let's go. Oh, nice. Batz. Warte, der Vegeta kann sich eigentlich transformieren. Das ist der Vegeta, den ich gezogen habe. Ich hätte euch das eigentlich vielleicht mal zeigen sollen. Ah, am Anfang hat es gesehen. Aber die Karten nicht. Bei Wasser. Jedenfalls, dieser Super Saiyan Vegeta ist eigentlich Super Schlitzmodus A von dem, okay. Das ist der Vegeta Blue, den wir gezogen haben vorhin, die Promokarte. Trunks! Let's go, my son! My son! Son! My son! Nice. Oh, what did he do? Sehr schön, auch sehr gut. Kura! 103, oh je. Yeah. Hat der Platz für Kampfgeist. Meine Charaktere sind am Ass. Oh je, Mini, die sind echt am Ass. Oh je, die sind betäubt. Oh ja, das Team ist echt nicht so prickelnd. Was? Keiner weiß. Jetzt, ich hab mich schon gefragt, wann Transformiert der Dackel sich. Das habe ich vorhin legit gelesen, wann die Transformation sich triggert. Ich hab's einfach vergessen. Das ist auch so eine Sache beim Aufnehmen. Vergesse ich so viel. Deswegen mache ich am besten mal. Was heißt vergessen, aber
Wenn man offen, Freunde, dann achtet man auf so viele Sachen, da weiß man auch nicht, was so gerade abgeht. Da kommt. Ah, das ist nicht mal Evo, das ist einfach Blue. Okay. Oh. Nein. Oh. Okay. Let's go. Hajime. Ja, der hat übel viel Kraft die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Ja, aber das Team gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Das Team gefällt mir echt nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich wechsle wieder zum ersten Team und dann mache ich mir in aller Ruhe mal Gedanken, wie ich ein nächstes Team für die letzten Let's Plays nutze. Oder ein anderes Team. Naja. Ah, guck mal, der Bardock hat es aber wahrscheinlich, weil er betäubt war. Ich wollte eigentlich Bardock nutzen, dass er sich transformiert. Wobei, Bardock könnte ich eigentlich reinklatschen, das andere Team. Ich habe jetzt, glaube ich, zu viele Charaktere geändert. Ich ändere mal ein, zwei Charaktere im ersten Team. Ja, und ich glaube, das wäre auf jeden Fall besser. Mach ich dann nix, Bart. Alright, alright. Wie bereit immer Vegeta aussieht, gell? Mit seinen Posen. Keiner weiß. Meine Angstphase ist klar. Oh. Oh, okay. Ich hoffe, ihr super angefällt durch, sonst geht das zu lange. Komm schon. Vegeta. Prince of Ocean. Nice. Super angriff bereit. Elbenkodex 5 mit Kraft. Annehmen. Kamehame. God Final Flash. Ah, okay. Nice. Oh! Kommt mit Trunks noch hinterher. Sehr schön. Nice. Cool, cool. Sehr cool, sehr cool. Ja, und genau wie gesagt, hier das Ende schalte ich raus. Weil es dauert übertrieben lang. Es sei denn, ihr wollt sehen, was für Gegenstände ich oder so bekomme. Da könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Aber den Anfang des Kampfes und Ende schalte ich eigentlich gerne raus, weil das viel zu lang dauert. Also bis gleich. So, was haben wir jetzt zu sagen? Aussicht, Arbeit, Team, keine Spur vom Boom. Na, seht ihr, Helden, gemeinsam ist es unmöglich. Im Team bin ich stärker, als ich jemals gedacht hätte. Nice, sehr schön. Ja, Teamwork. Teamwork ist immer gut. Wenn es angebracht ist, ist Teamwork sicherlich immer gut. Aber, wie es weitergeht, das ist jetzt auch die Frage. Oh, okay. Da ist ein Dragon Ball noch erschienen, oder kann ich links... Ah, link, das kann ich auch machen, das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, wir machen das. Oh, ist ein schwieriger Boss, okay. Wisst ihr was? Lasst mich mal, ich weiß nämlich nicht, ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu lang dran am Aufnehmen. Lasst nicht, dass der Part allzu lange wird. Lasst uns mal hier gucken, wie es weitergeht, aber im nächsten Part, versprochen, fangen wir dann von hier an, weil das haben wir noch nicht gemacht. Okay, Deal, Deal or no Deal, Deal. Deal. Alright, einfach mal gucken, wie das Kapitel hier endet und dann, genau, machen wir im nächsten Part das weiter. Oh, und Batterieleistung ist nach, oh je. Was hat denn mein Majin Buu gemacht? Babidi, ha! Ah, wie könnt ihr es wagen? Ah, Hilfe, oh mein, yeah. Und, my boy, kehrt wieder zurück. Orrele, wie gut der aussieht, Cabra. Der Zauber auf Cabra ist gebrochen, geht es dir gut? Unglaublich war ich das, das ist schlimmer als schlimm. Das ist nicht deine Schuld, du wurdest kontrolliert. Aber das ändert nichts daran, dass die Stadt in Trümmern liegt. Oh no! Der ist auch ein Helden. Ein Held quasi. Das war sein Avatar, wie cool. Sieh nur, so du deinen Heldenwechsel reagiert. Du hast recht, meinst du auf Cabra? Was ist jetzt? Mir ist doch echt schon genug passiert. Komm ran, Junge. Lust uns anzuschließen, let's go. Ja, komm, gehen wir was essen und dann besiegen wir ein paar Helden. Tut mir leid, aber die Welt endet so, das ist nicht meine Liga. Ich war stets die Marionette des Feindes schon vergessen. Aber jetzt komm, gib den Ruck! Gib den Ruck, Junge! Aus jedem kann was werden. Komm jetzt, ja. Kannst wieder angegriffen werden. Deswegen bei uns bist du sicher. Ja, ich mein's ernst. Komm ran jetzt. Ja, let's go. Hurra, hurra. Hurra, 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 hurra. Komm jetzt, Gott. Der ist schon direkt bereit. Das ist meine Schuld. Ich möchte dich wieder gut machen. Ja, jetzt komm, Manuel. Nicht wie reden, rankommen. Oh je, der geht noch rüber und so. Tralala. Oh je, die Sendung. Ja, aber genau. Nimm das an und dann. Tu ja anziehen. Und wenn es reagiert, dann ist halt Action. So, um es einfach zu sagen. Genau, richtig. Danke, Cabra. Was meint ihr, was der Feinarzt jetzt tun wird? Sehr gut, das weiß ich nicht. Komm bitte. Die Stadt hält dich nicht mehr lange aus. Was? Verstanden, ich spiele auf Kimura. Okay. Okay, dann wie gesagt, das glaube ich, wäre es zu diesem Parturino. Es kommt gleich eine Szene. Wie gesagt, wir nutzen mal wieder das alte Team. Nehmen vielleicht mal Sino Bardock rein und gucken. Ja, mein Cabra ist mein Verbündeter. Let's go. Und das nächste Mal fangen wir aber dann dort an, wo wir gerade aufgehört haben, weil da gibt es doch eine Stage. Und sie lassen das trifft ein. Alright, also ich bin auf jeden Fall auf den nächsten Part gespannt.
Ich hoffe, ihr auch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.